Bundespräsident Alexander van der Bellen und Umweltministerin Elisabeth Köstinger sind nach Katowice gereist, einer relativ kleinen Stadt in Polen, um am UN-Klimagipfel teilzunehmen. Der Gipfel findet von 2. bis 14. Dezember 2018 statt. Aber was passiert dort eigentlich und welche Ergebnisse sind zu erwarten? Die Klimakonferenz der Vereinigten Nationen findet jedes Jahr statt. Dort treffen sich alle 197 Vertragsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention. Diese Klimarahmenkonvention wurde 1992 in Rio de Janeiro unterschrieben und ist dann 1994 in Kraft getreten. Es war der erste internationale Vertrag, der den Klimawandel als Problem benannt und die Staatengemeinschaft zum Handeln verpflichtet hat. Seither treffen sich die Vertragsstaaten also jährlich auf den UN-Klimakonferenzen. In Katowice findet jetzt die 24. UN-Klimakonferenz statt. 2015, bei der 21. Klimakonferenz in Paris, hatten die Vertragsstaaten vereinbart, die Erderwärmung auf weit unter 2 Grad, wenn möglich sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen. Jetzt soll in Katowice ein konkreter Plan mit Maßnahmen und Regeln aufgestellt werden, um die Pariser Ziele zu erreichen. Außerdem wollen die Staaten sich einig werden, wie sie das Erreichen der Ziele messen werden. Ein weiterer Verhandlungspunkt ist die Frage, inwieweit reichere Länder finanzielle Unterstützung bieten, damit auch Entwicklungsländer schneller umweltfreundlicher werden können. Bringt das alles überhaupt was? Experten schätzen, dass sich die Erde komplett ohne Klimapolitik bis 2100 um 4,1 bis 4,8 Grad erwärmen würde. Mit der derzeitigen Klimapolitik werden es nur 3,4 Grad. Das ist immerhin 1 Grad näher am weltweiten Klimaziel von maximal 2 Grad, reicht aber natürlich trotzdem nicht aus, deswegen braucht es auch weiterhin politisches Engagement. Aber gibt es den Klimawandel überhaupt? Klimaschwankungen gab es in der Weltgeschichte schon immer. Gründe dafür waren zum Beispiel Vulkanausbrüche, die schwankende Erdumlaufbahn und Änderungen der Sonnenaktivität. Aber die Wirkung des menschengemachten Kohlendioxids übertrifft derzeit alle anderen Einflüsse. Der Mensch hat 2016 mindestens 60 Mal mehr Kohlendioxid als alle Vulkane zusammen produziert. Der Temperaturanstieg der vergangenen Jahrzehnte lässt sich weder mit der Sonnenaktivität noch mit einer geänderten Umlaufbahn der Erde erklären. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat der Mensch die Menge an Kohlendioxid in der Atmosphäre um 45% erhöht. Mehr als 90% der Klimaforscher sind sich einig, dass der Mensch die Hauptursache der aktuellen Erderwärmung ist. Derzeit steigt die Erdtemperatur mit einer Geschwindigkeit, wie sie unsere Zivilisation noch nie erlebt hat. Das hat unterschiedliche Folgen. Klimabedingte Katastrophen haben zugenommen, nicht aber klimaunabhängige wie Erdbeben. Außerdem beeinflusst die Erderwärmung auch Luftströmungen in großer Höhe, was die Wahrscheinlichkeit für Überflutungen, Dürren und auch Hitzewellen erhöht.